So, ja, Leute, ich höre schon zurück. Ich sagte Digga. Ich sagte Digga. Ja, ja, Digga. Wow, das ist sogar in ihrer Sprache, hey! Nein, ich hab Digga gesagt. Ich hab Digga gesagt. Hallo. Nein. Sie haben Digga gesagt, nicht ich. Microphone muted. Guten Tag, die Herren. So, der Herr. Ja. Ja, bitte. Ja, kein Problem. Ganz kurz noch. Ich würde trotzdem gern noch das Beweismaterial, also diese Beweisvideos sicherstellen. Also ich würde mir die gern schon nochmal angucken. Weil die gehören ja dann doch irgendwo zu meiner Arbeit auch dazu. Der Herr Kohl. Können Sie sich ja schon mal mit Ihrem Mandanten beraten? Wir warten dann einfach, bis unser Kollege da ist. So, haben die Sie gut behandelt? Haben Sie zu essen gekriegt? Haben Sie zu trinken gekriegt? Geht's Ihnen gut? Ja, ich habe ja mitbekommen, was Ihnen vorgeworfen wird. Das klären wir ohne Probleme. Das ist alles, das kriegen wir alles hin. Ich muss nur erstmal das Beweismaterial, was jetzt sichergestellt wird, das muss ich mir angucken. Und dann müssen wir da natürlich drüber beratschlagen. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Ja, okay. Ich gehe jetzt hier bitte wieder raus. Das war der Herr Kohl. Der war das. Also so wurde es mir gesagt. Herr Kohl hat mich gesagt. Gehen wir bitte auf den Mikrofon. Ja, ich bin jetzt weit. Okay, Kohl, du musst ja da hingeben dann sagen, schnell. Dr. Weiß. Der heißt Dr. Weiß. Dr. Weiß. Hören Sie, ich lüge nicht. Hören Sie auf runterzuziehen, das macht mich nervös. Nein! Alter, der hat sich abgewehrt. Der hat mich abgewehrt, der hat eine Waffe, ich habe keine Waffe. Jan, wie heißt du? Jan, wie heißt du? Ich bin dieser Herr Mann, Salz, irgendwas. Okay, es ist wirklich. Was? Ich lüge nicht, Sir. Bitte lassen Sie mich am Leben. Ja, Sie brauchen gar nichts beweisen. Sie kennen ja vielleicht das Prinzip der Unschuldsvermutung. Solange wir nicht ausschlaggebende Beweise gegen Sie vorlegen, müssen Sie gar nichts beweisen. Da seien Sie sich mal sicher. Ja, am besten setzen Sie sich einfach mal hin, trinken Sie in Ruhe einen Kaffee oder einen Tee, was wollen Sie? Wollen Sie einen Kaffee oder einen Tee oder was zu essen? Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Microphone muted. Aber dazu sprechen wir dann, wenn Sie hier sind. Natürlich. Microphone muted. Ich bin gerade auf die Idee gekommen, meinen Saku reinzuspringen. Ach, hallo, guck mal, ich bin hier neben dir. Wo? Ich bin im Wagen drin. Ich bin aber ganz anders. Ich würde mal sagen, da wo ich bin, kommst du mit deiner Karrenchen. In die Luft. Ich werde jetzt aus dem Feuer gefragt. So, ich würde mich nochmal ein bisschen Roleplayer. Ja, Crow, ja. Ich habe eventuell jetzt eine Aussage gegen dich gemacht. Ich weiß es ja nicht. Was hast du gemacht? Eventuell eine Aussage gegen dich, keine Ahnung. Gegen mich? Warum keine gegen mich? Ahnung. Ich bin nur der Anwalt. Oh. Ja.
Gegen mich kannst du nicht aussagen. Ja, keine Ahnung, die wollten wir wissen, wer der Anführer der deutschen Sekte ist gegen Ausländer. Hast du nicht gesagt, Dr. Weiß? Naja. Einen Moment. Oh, geil. Also ist ganz schön viel los vor. Schicke weiße Zelle, muss ich sagen. Der Anwalt. Microphone muted. Ja, ich frage jetzt einfach mal nicht, wie woher er die hat. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Das wollen Sie bestimmt nicht wissen. Allerdings will ich noch was von Ihnen wissen. Ja, bitte. Mit der Waffe an der einen oder anderen Stelle. Selbstverständlich. Er lügt. Ja, weil er lügt. Hören Sie mal die Aufnahme an hier. Achtung, ich drücke das mal auf. Ich sag ihm, wer der Anführer von mir ist. Der wird jetzt da reinziehen, die Ausnahme da vorne. Okay. Ich sag ihm dann. Der weiß. Okay. Ich geb's so. Das ist aufgezeichnet, das war ich nicht. Okay, also das ist, also es sind schon ganz schöne Anschuldigungen von Ihnen hier gegen mich. Sie wissen, dass ich auch ein Staatsdiener von Altes bin und dass das natürlich weitreichendere Konsequenzen haben kann, wie nur ein Bußgeld und eine Gefängnisstrafe. Das ist Ihnen hoffentlich bewusst. Ja, unterstellen Sie jetzt der Polizei auch noch, dass Sie das fälschen? Gefälscht haben wir das? Ja. Ja. Oh Gott. Microphone muted. Ich feiere das, Leute. Ich feiere das richtig hart. Der ist gerade noch mal mit dem netten Herrn da reden. Den werden Herrn noch mal eben reden. Microphone activated. Ich feiere das. Die exekutieren mich jetzt wieder bald. Nein, bitte nicht. Ist das überhaupt erlaubt? Microphone muted. Microphone nicht, bitte! Bleibt hier! Kost, der soll ich abhauen? Nee. Nee. Ja, haben Sie noch was gegen mich in der Hand? Nö. Naja, gut, die haben halt gesehen, dass du den erschossen hast, ne, aber... Also, haben sie nicht. Ja, nee, war ja nur das im Chat. Und na gut, du hast den Haftbefehl, aber das ist keine... Ja, das reicht ja nicht. Nee, ist ja nicht im Sinne des APs. Sollen wir gehen, Jan? Diesen Mann mit dem Blutchen als Augenzeugen. Bitte mit reinnehmen. Herr Bunke, folgt mir. Bitte sehr. Wer kommt denn jetzt hier? Alter, was hier abgeht. Nein, ich will aber nicht. Herr Bert, wer ist denn Bert? So, ich weiß es nicht. Positiv. Will die Tür geschlossen halten, Dankeschön. Bitte, Tür weiß geschlossen nicht, wo der sie aufgemacht hat. Microphone muted. Genau, wow! Aua! Drinbleiben! Alle drinbleiben! Kommen Sie zu mir in die Ecke, hier sind Sie sicher, kommen Sie zu mir! Hocken Sie sich hinter mich! Hier links auf dem Parkplatz. Ja, nein, keine Angst, bleiben Sie da stehen, Ihnen wird nichts passieren. Sind Sie sich da sicher? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Der hat mich geschlagen. Nein, ins Gesicht, schwerer Wade, sehen Sie die blauen Flecken. Aber mein Gott, Junge. Ja. Hier los. Ja, ich glaube, Sie können wieder aufstehen. Ich glaube, die Sache ist relativ geklärt. Herr Kollege, Herr Kowalski, nehmen Sie mir den Herrn.
Ja, hier sind explosionssichere Türen drin. Das ganze Gebäude ist relativ massiv, da brauchen Sie sich keinen Kopf machen. Okay. Schwarze Punkte im Gesicht. Ich glaube, der hat den Masern. Der muss dringend in Quarantäne. Getötet hätte. Ja, okay, aber. Cool, wo. Hallo? Ja, hallo? Ich wollte selbst noch die anstellen. Machen wir das. Ich wollte gerne ihn abschmieren. Die sind von dem Herrn hier verhaftet. Haben Sie jetzt noch die Pest von dem Herrn da drüben an meinem Mandanten abgeschmiert? Haben Sie jetzt echt die Bakterien von dem Herrn hier drüben an meinen Mandanten weitergegeben? Das haben Sie gerade gesagt. Ne, Sie haben gerade gesagt, dass da noch Bakterien von dem Herrn da dran sind, dass Sie die jetzt an meinem Mandanten abgeschmiert haben. Ich würde mir da eher Gedanken drum machen, dass Sie nicht Ihren Rang verlieren oder gar Ihre Dienstlizenz. Kind ist der Mörder. Woher kennen Sie den Herrn denn seinen Namen? Das ist mein böser Nachbar. Der Rassist. Ich höre keine Ahnung. Ich hab hier bestimmt doch was. Das ist ein Rassist, der gibt's. Bleiben Sie weg von dem Herrn. Bleiben Sie einfach mal weg von dem Herrn. Genau, bleiben Sie weg von mir. Und dann habe ich ganz schnell den Punkt ergriffen. Ja, ich kriege mal den Kommando jetzt abgegeben. Blöderweise zeigt natürlich jetzt das Uhr. Wahrscheinlich wie selten ich immer bin. Ich bin in die Ruhe gegangen. Dann habe ich mich... Was? Ruhe! Oh, Taxi. Oh, Dankeschön. Ja, wenn Sie jetzt nicht gleich die Klappe halten, dann hole ich den großen Korken aus meinem Auto und der tut weh. Hey, Herr Kowalski! Das kann jetzt nicht sein, ne? Das haben Sie sich jetzt nicht überlegt, was Sie jetzt getan haben. Ich hab's gesehen, der Anwalt hat Sie geschlagen. Ach, jetzt unterstellen Sie mir auch noch, dass ich Sie geschlagen hätte. Ja, ist ja gut, dass Sie da auch Kameras haben. Da sind wir ja schon zu zweit. Gib's, ich lass dich frei, lass mich frei! Nein, das sag mir, jetzt ist das wieder so unregelhaft. Wir machen hier weiter mit Hope. Ja, die haben mich aber fest. Ist doch egal. Das kriegen die eh nicht Alter, mehr was mit. Geht da drin ab mit Taser Party? Ich wurde einfach getasert. War gerade irgendwie. Entfessel mich und nimm die Hände hoch. Ich nehme die Hände hoch, Shift J, aber mach erst Windows-Taste auf mich und entfesseln. Hab ich doch. Womit hab ich das? Nee, hast du nicht. Hab ich schon zweimal gemacht. Nein. Ich kann mich nie bewegen. Danke. Ich bin doch noch so jung, Mensch. Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Ja. Du auf den Fässern, wenn das doch einmal vorkommt, möchte ich. Herr Antorax, kann ich mal bitte mit Ihnen sprechen? Ja, sie stehen zwar gerade bei dem Falschen, also ich weiß nicht, ob sie blind sind oder taub, keine Ahnung. Aber ich würde gern mal wissen, warum ich jetzt von Ihrem Kollegen gefesselt wurde. Was ich denn bitte getan habe als Staatsdiener von Altis. Genau, er lebt hier. Herr Antorasch. Mir wurde mitgeteilt, dass Sie hier einfach Leute von der Freundin sind. Sie denn geil? Nein, ich hab das andere. Ich hab das andere. Ihr Name hört sich
Ja, hier, mir wurde mitgeteilt, dass die hier mit 180 Volt die Leute beschießen, also mit dem Taser da. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Bitte nochmal, was haben Sie gerade gesagt? Der Kollege, der hier daneben steht, ist ein bisschen laut. Kein Problem. Ich sagte, wenn ich Sie befreie, meinten Sie, Sie können Ihre Hände ruhig halten? Ja, natürlich. Ich habe nichts Böses getan, die ganze Zeit nicht. Warum auch? Alles klar, ein Versuch. Nicht gut, ey. Danke, gleich. Natürlich nicht, aber wenn, wenn die Leute wegrennen wollen. Ja, Herr ja, Kohl. Cool. Das hat leider überhaupt nicht so richtig funktioniert. Wo wurde denn mein Mandant hingebracht? Ich finde es so ein bisschen, wenn man sagen, ein bisschen blöd, dass die uns nicht wahrscheinlich. Und dann weiß, passiert die Wette rein. Herr Kohl, können Sie mir mal bitte sagen, wo mein Mandant hin ist? Ja, aus welchem Grund haben Sie den jetzt sofort in, ins Gefängnis gesteckt, ohne irgendwelchen Prozess? Ja, und warum habe ich nicht die Chance bekommen, meinen Mandanten zu verteidigen? Das, die Idee von dem Rechtsstaat werden Sie ja vielleicht kennen. Ja, ich hätte gern überhaupt mal Einsicht in die Beweise, was meinem Mandanten denn überhaupt zur Last gelegt wird. Okay, ich werde mir das definitiv nochmal ansehen und dann glaube ich aber nicht, dass wir nochmal miteinander Kontakt haben. Abweisen. Oh mein Gottes Willen, ey. Ach, okay, Leute. Dann hier ganz kurzer Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.